Jetzt läuft die Aufnahme endlich mal mit meiner Stimme. Ja, ich bin so schlau und habe vergessen, von Anfang an bei meinem Aufnahmeprogramm ihm zu sagen, dass er mein Mikro auch mit aufnehmen soll. Ich bin so doof. Und damit willkommen zu The Orphanage 2. Falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, dann guckt mal in die Videobeschreibung von dem werten Mr. Ecke LP. Du warst ja zu hören. Soweit ich weiß, bist du. Ja, das musst du ja, trotzdem wegschneiden, das kannst du ja nicht bringen. Das schneidest du dann einfach weg und jetzt machen wir noch. Jetzt fängt eben da die Folge an. Achso, okay. Ja, deswegen guckt mal in die Videobeschreibung, da findet ihr die erste Folge, nämlich auf dem Kanal TerraPlay. Das ist nämlich der Kanal von mir. Und da haben wir schon die erste Folge gespielt. Exactement. Und die Leute, die keinen Bock haben, sich die erste Folge jetzt anzugucken, hier die Kurzbeschreibung. Wir sind naja, nö, die geben wir nicht. Wir geben jetzt nur die Kurzbeschreibung dem, was bisher passiert ist, was okay, Danny ist gay. Danny ist gay geworden. Ja, ihr müsst wissen, Ecki und ich, wir haben eine ganz besondere. Nein, Spaß. Ja, wir sind jetzt hier weitergelaufen, wollten hier hoch auf diesen Balkon zum Pool und haben uns darauf ein bisschen sehr erschreckt. Weil Gestalten kamen und Lichteffekte und gruselige Soundeffekte, sowas hier. Ja, und deswegen ist das hier nicht so ganz tolle. Ich will da rein, kann aber nicht. Ich renne hier die ganze Zeit übrigens mit einer Karotte rum. Ich renne mit Messer rum, damit kann man sich mehr verteidigen. Deswegen läufst du auch vor, weil du das Messer hast. Du beschützt mich. So. Ja. Oh gut. Classroom. Tut mir nochmal leid, dass ich mein Mikro nicht mit aufgenommen habe. Jetzt sind wir aber. Wupp! Alter! Du erschreckst mich, weil dein Face auf einmal hier Dinges ist. Was ist das? Schule. Ja, es ist ein Guten Morgen, Kinder! Guten Morgen, Kinder! Papier. Hinsetzen. Hey, was tust du da? Tinten. Sack. Papier. Sack. Bücher. Ich nehme einfach mal Bücher mit, keine Ahnung warum. Guten Morgen, Mr. EGLP. Oh. Hefte raus, Überraschungstest. Oh nee! Ich schlag dich mit einem Brötchen. Okay, komm. Weiter geht's. So. So. Laboratory. Wir waren hier noch nicht im ersten Klassenraum. Ach ja. Was für. Hier passiert ja eh nichts. Ach so. Sagt es dir nur, redest dir noch ein. Moment, ich war im Klassenraum, hab Bücher mitgenommen. Pfui, die kriegst du wieder. Oh Mann. Ist doch offen. Weiter geht's. Na, oh, Klassenraum. Ey, das ist eine geile Tafel. Oh. Hä? Hab ich gerade Stimmen gehört oder halluziniere ich? Sicher nichts. Gott sei Dank gar nicht beunruhigend das Bild. Da liegt schon wieder Blut. Warum ja, liegt die Kinder Blut? Haben den Lehrer erstochen. Finde ich gut. Was ist denn hier passiert, dass hier überall Blut liegt? Alter. Wieder hinten Säcke und Stöcke. Das Papier kriegst du hin. Ich will die ganzen Arbeitsblätter Blut. Nicht. Warte auf mir. So. Principal. Was ist das? Principal, sowas wie. Oh Gott. Oh Gott. Bücher, Buch und Feder. Ah, das sind Bücher, Moby Dick und so. What the fuck? Ich habe eine Schallplatte eingelegt. Mach die aus, ey! Die hast du wieder. Alter, mach dir einfach mal eine Schallplatte an. Warte! Alter! Okay, er war jemand künstlerisch sehr begabt. Ja, das ist ein Gesicht. Alter. Was ist denn hier los? Ich hab wieder mal nur das Bepelzuppe. Also, ganz ehrlich. Warte, kann man die Bücher eigentlich hier lesen? Nein. Ey, ganz ehrlich, was ist denn los mit dieser mit diesem scheiß Waisenhaus? Teacher's Bedroom. Ah, nicht auf, nicht rein. Oh Gott. Wir sind wieder auf dem Flur.
okay. Wir haben jetzt nichts Sinnvolles gefunden. Ich glaube, wir gehen einfach mal wieder runter und schauen uns draußen weiter um, oder? Ja, es wäre eine Möglichkeit. Also ich habe jetzt auch noch nicht wirklich... Fuck. Hä? Okay, da ist das Problem. Wir kommen nicht mehr raus. Running in... No running in the hallway. Wo müssen wir denn hin? Wo müssten wir raus? Ja, nee, komm, geh du mal vor wieder. Ja, Problem ist... Ah, hier ist doch noch eine Tür. Ein Bett. Vielleicht für den Hausmeister. Das kann schon sein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oder? Aber hier waren... Ach ja, jetzt sind wir hier wieder in der Bibi. Ja, Bibi. Es ist... Ah, ach nee, da waren wir ja auch. Hier. Ah, Keller. Keller. Oh nein. Ah! Oh Gott. Ich hab aus, dass ihr mein Inventar geöffnet war. Oh. Scheiße. Wow. Ich bin wach. Ja. Oh Gott. Mein Herz. Ich sterbe vor einem Herz. Ah, hier ist Blut. Das hat mir gerade auch wieder Schrecken eingejagt. Diary, read first. Hier ist ein Tagebuch. Okay, soll ich lesen? Du lesen? Talk. Okay. Dear Diary, I'm writing this because I have no friends except Alice. But she is so silent nowadays. Was? Nowadays? She doesn't nowadays, even answer to the teacher, and just because she has imaginary friends, everybody is mocking with her. Okay. Seite 2. Dear Diary, today I couldn't find Alice. She wasn't in her bed when I woke up. I asked about her to teachers, but they act like they don't know Alice. I hope she comes back tomorrow. Seite 3. Dear Diary, today Alice was back, but she is not the old... but she is not the old Alice. She acts wired and she is talking to her imaginary friend near her bed and art teacher jellied at her because she wasn't drawing a garden. Instead she made a red circle. Ah, das sind anscheinend die ganzen Kreise, die wir gesehen haben auf dem Boden, oder? Letzte Seite. Und? Dear Diary, I'm praying everybody for Alice. Everyone is bullying her and she is crying in the closet. I hope she will be fine again. I miss her. Oh, scheiße. Es scheint also, dass sie schizophren ist. Ich meine, mit ihren imaginären Freunden und so. Warte, Leute. Gut. Mal weitergehen. Noch ein Buch, noch ein paar Bücher eingesammelt, habe ich gesehen. Ja, stimmt, ich habe noch ein Notizbuch. I'm Sarah and I'm bleeding to death now. The person ever reading this should stop Alice. When I woke up, everyone was dead. Alice was waiting for me in front of the door. She tortured me, but she was scared. Her imaginary friend was forcing her. If you find this note, you should stop her, otherwise you won't survive. To stop her, you have to put a chalk on her red circles. Ah. Also wir haben jetzt die Kreide. Drei Kreide. Ja, ich hab fünf Kreide. Oder fünf Kreide jetzt. Oh, geil, jetzt dürfen wir die ganzen Kreise suchen. Aber das sind keine Kreise hier, ne? Das ist einfach nur ein Blatt. Nein, ich weiß, welche gemeint sind. Okay. Warte, nein, ich will nicht mehr durch die Piblo. Aber ich will auch nicht so lang gehen. Weil einerseits ich auch nicht. Irgendwas von den Seiten jetzt dich anspringen könnte. Hier. Ach, wir müssen in die Biblo. Ah, YOLO. Bist du da? Ja. Ja, ich bin da. Ich bin hinter dir. Hier haben wir einen so einen Kreis. Okay, ich mach mal den ersten. So. Das X markiert die Stelle. Okay. Ja. Gut, aber ich weiß noch, unten im Keller. War gut. Raus. Mal eine Frage. Wie lange geht die Folge jetzt? Ich glaube, jetzt erst 10 Minuten. Okay. Weil die eine Dingens ja
Ja. Verhauen wurde. Gut. Ja, dann sag einfach Bescheid. Gott. Pool? War hier was? Ich will hier nicht wieder reingehen. Ach ja, ich hab ein Messer. Komm her, du. Die. Ganz ehrlich, Alice, wir können reden. Warum muss das denn immer mit Gewalt enden? Alice, bitte, komm zur Vernunft. Alice, wir lieben dich doch. Ja. Und sein imaginärer Freund, er will dir nur schaden, glaub mir. Hier ist noch so ein Kreis. Gut, das war's aber auch hier wieder. Ja. Verdammt! Okay. Ah, gut, geh ich baden. Oh Gott. La, 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 la. Ich glaube an dich, Ecki. Nein, ich schaff's nicht. Yeah. Das schaffst du. Komm schon. Gut. Ja. Yeah. Help me. Hat das Alice geschrieben oder irgendeine... Nee, das war glaube ich Sarah. Weil die hat ja geschrieben, dass sie, dass wir sie stoppen sollen. Genau, guck mal in die Klokabinen, aber nee, hier scheint nichts zu sein. Er würde auch einen Kreis dorthin hin malen, wo Leute reinscheißen. Shit in here. Oh, Leute. Jetzt dürfen wir nochmal alle Räume durchsuchen. Ja. Oh Mann, Leute. 3 Kreiden haben wir noch. Ich hab noch 3 und du hast wie viel noch? Ich hab gar keine, du hast alle. Achso. Achso, gut. So, Basement. Was heißt Basement eigentlich? Einfach Keller. Oder Lager. Oder was? Irgend sowas, glaube ich. Ich weiß gar nicht selbst. Alter, ich hab keine Lust, dass hier wieder dieses Gesicht aufploppt. Ich auch nicht. Komm, aber sei ein Mann und geh voran. Oh Gott. Halleluja, nichts passiert. Hier ist noch so ein Kreis. So. Irgendwann wird was ganz Schlimmes passieren. Das weiß ich auch. Irgendwann passiert hier was ganz Böses. Ich bin der Verrückte mit dem Messer, von daher gleicht sich das wieder aus. Ja. Ist hier was? Was? Ach nee, es hat nur so ausgesehen. Ich dachte, hier das Blut verschwindet und so. Aber es sah nur so aus. Oh Gott. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, ein Stockwerk höher. Wow. Ja. Ich glaube auch. Hier ist wieder. Das Monster mit dem sexy S. Also hier, das ist bis jetzt der gemütlichste Raum, weil es ja am hellsten ist. Ja, aber meistens sind die hellsten Räume auch nicht gerade lieb. Okay, hier ist nichts drin, ne? Da kommen wir immer noch nicht rein. Restroom. Auf den Toiletten wurde wieder nicht an jemand gekritzelt. Nein, hier ist nichts. Da ist wieder nur Blut von der Periode. Weiter geht's. Pool. Was weiß ich. Hier war, glaube ich, nichts. Nee, hier war nichts. Genau. Ja. Oh Gott, das ist so ein schönes Spiel. Awesome. Ja, everything is awesome. Classroom. Okay, Uno. Die dürfen wir jetzt durchsuchen. Ich glaube, hier war was. Nein, hier ist nichts. Ja, nein, ich meine in den Klassenräumen generell. Oh Gott. So, wir haben aber jetzt hier einige Trigger ausgelöst und jetzt... Ja. Ich glaube, es war nicht gedacht. Es war gedacht, dass wir erst in den Keller gehen, aber das konnte man ja auch nicht wissen, dass wir erst in den Keller müssen. Ne? So. Nee, hier ist auch nichts. Bei mir liegt es so leicht. Okay. Was haben wir hier? Principal. Principal. So. Secretariat. Ach. Ah, hier eventuell irgendwas? Hier könnte, ja. Frag dich ja wo. Ja, das ist immer so die Frage, ne? Teacher's Bedroom? Nein, hier ist auch nichts. Alter. Hier waren wir, glaube ich, auch nicht. Doch, hier waren wir eben.
Ich würde gerade sagen, hier ist was, aber das ist leider nur ein Blutfleck. Eventuell ist hinter dem Bild was. Versuch das mal abzuschlagen. Ich glaube, hinter dem Bild ist was. Oh. Hinter dem anderen, da, hinter dem. Nein, hinter dem. Hinter dir, hinter dir. Da. Die Seite. Nein, das hier, das Große. Siehst du das denn nicht? Ich dachte, wir dürfen nicht griefen. Doch nicht. Gut, ich dachte. Egal, wir haben nicht gegrieft, das sah nur so aus. Gut, weiter geht's. Graf, hier wird diese Tafel einfach so in die Truhe gesteckt. So, hier oben ist anscheinend doch nichts. Gucken wir nochmal unten. Ich habe das Gefühl, unten haben wir was übersehen. Oh Gott, warte doch auf mich. Nein. Warte auf mir. Warte auf mir. Ja, ja. Aber wo? Aber du guckst auch auf Timer-mäßig. War ja nichts. Ja, ich hab's im Auge. Ich hab ne Stoppie hier nebenbei. Das ist schön. Das ist schön. Hier war das Zimmer vom Hausmeister. Ja. Ich hab mein Gefühl sagt wirklich, hey, hier unten haben wir was übersehen. Ja, bestimmt, aber wo? Nee. Ah, hier waren wir doch noch nicht, in der Küche und so. Ja, genau, in der Küche war, glaube ich, noch was. Wer? Hier ist wieder irgend so ein... Upp. Was? Nicht echt. Das ist eine Blutspur auf der Theke, das ist immer gut. Hier liegt ein Messer. Messer. Hier. Ah, da. Gut, zwei haben wir noch. Eins haben wir noch. Eins haben wir noch, umso besser. Ja. Wenn du Hunger hast, hier ist Kuchen, ne? Ja, ich bin voll. Oh. Gut, wir haben noch eine Kreide, das heißt, ein Punkt muss es noch geben. Mal gucken, ob wir den jetzt finden. Das ist immer der Letzte. Bei vielen Spielen ist es so. Es wird irgendwas passieren. Sobald ich den Letzten da drauf drücke, kommt irgendwas Schlimmes passiert. Kommt so ein lautes... Ah, ich glaube, ich weiß wo. Nee. Und? Nee. Nein. Der sein können. Oh, hier ist wieder Brot im Ofen. Oh. Das ist doch schön. Okay. So. Also, hier waren wir müssen wieder. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall daran denken, Alice ist böse. Sie hat nämlich jeden getötet. Also, sie ist böse geworden, weil die anderen böse zu ihr waren. Achso, so nehme ich ja, das an. Ja, irgendwie schon. Ich meine, sie leidet ja an so einer Art Schizophrenie, wenn sie imaginäre Freunde hat. Und Schatz. Ich glaube, die ist nicht so ganz ohne. Wo bist du hin? Ah! Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich dachte, Alter, nicht rennen. Stimmt, ist hier verboten. Ey, immer will ich hier reingehen. Da waren wir schon, da waren wir auch schon. Checken wir nochmal die letzten. Biblo. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Kann ich mir eigentlich gut vorstellen, weil es... Ja, aber hier hatten... Was? Alter, wie du immer dann in mir drin stehst. Ja, ich mag es, in dir zu sein. Oh ja. Aber du darfst auch gerne mal in mir sein. Oh Gott. Ich komm nicht... Oh Gott, eben hat's gehangen. Ich konnte nicht... Lol. Ach, wegen der Leiter. Lolo. Ach, hier ist eine Leiter. Ah. Warum ist hier eine Leiter? Was weiß ich. So, aber ich würde jetzt sagen, wir sehen in der nächsten Folge, wie wir jetzt das letzte X auf diesen Kreis tun. Genau. Ja. Denn, ja. Zwar sind wir jetzt hier am Ende für diese Folge. Nächste Folge ist halt eben, oder geht's bei TerraPlay weiter, Link ist in der Beschreibung. Habt ihr die erste Folge noch nicht gesehen, könnt ihr euch auch gleich bei TerraPlay reinziehen. Genau. Und ihr könnt es auch ganz einfach machen und ihr guckt in die Playlist, die auf TerraPlay sein wird. Da könnt ihr nämlich sowohl ganz, ganz locker könnt ihr da sowohl meine Folgen als auch Eggies Folgen an einem Stück sehen. Das ist ein Service hier, dass ich das so mache. Aber naja. Gut. So bezahle ich dich sonst. Ja, ja, und sonst so. Lasst Bewertung da, Abo da, Like da, was auch immer. Und was auch immer so die YouTuber von euch verlangen.
Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wupp.